Hallo YouTube. Unterwegs mit der Goldfink. Die erste Fahrt hier in der neuen Heimat des Motorrades. Und ich muss der Goldwing, ja, genauso wie der Rönnschrad der KTM, hier die neue Heimat zeigen und ihr mal zeigen, wo sie ja neuerdings zu Hause ist. Ja, und auch für euch ist das die erste Runde hier zu Hause im Sauerland mit dem neuen Motorrad. Ich selbst muss mich auch noch dran gewöhnen. Das ist schon eine mächtige Wuchtbrumme. Es macht aber Spaß, damit zu fahren. Das ist ein richtig entschleunigtes Fahren. Super souverän. Ihr seht hier, ich fahre hier mit 1.500-2.000 Umdrehungen berghoch, Stahlberghoch. Und das Motorrad, das macht es einfach. Wenn ich mir ein bisschen mehr Gas gebe, dann wird es auch schneller. Natürlich wird es schneller. 170 Newtonmeter und über 1.800 Kubikzentimeter. Das ist schon was für Erwachsene. Ja, und es ist natürlich auch ein enormer Unterschied im Hinblick zur Hayabusa. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Welten. Die Goldwing hier, die ist zwar für das Gewicht von knapp 400 Kilo auch sehr wendig, ungewöhnlich wendig, ja. Aber es ist natürlich bei weitem nicht sowas wie die Hayabusa, was eigentlich ein richtiger Rennsemmel ist. Und rückblickend muss ich auch sagen, dafür bin ich nicht die richtige Person für so eine Art Motorrad. Ich fühle mich hier auf sowas eigentlich viel wohler. Genauso wie ich auch schon mit der Harley Davidson, mit der Breakout sehr gut zurechtgekommen bin, sehr zufrieden war, die ich sehr gerne gefahren habe. Ja, ich habe sie abgegeben. Das lag daran, dass der Markt einfach zu der Zeit gerade extrem günstig für mich stand und gleichzeitig auch eine Umschichtung im Familienfuhrpark im Bereich von Autos anstand und dementsprechend war da auch ein bisschen das Geld gefordert. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich für ein Fahrzeug, egal ob Auto oder Motorrad, keinen Kredit aufnehme. Und deswegen ist das dann teilweise so ein Hin- und Herschieben von Sachwerten, damit dann am Ende auch die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stehen, ohne sich ganz lang zu machen zu müssen. Es ist wirklich faszinierend, wie schnell das Getriebe die Gänge hochschaltet. Das Motorrad arbeitet richtig mit dem Drehmoment. Und ich mir die Drehzahlen anschaue, so auf der Landstraße ist man selten über 2000 Umdrehungen. Dann ist es auch kein Wunder, warum so Offerten, die da angeboten werden von gebrauchten Goldwings, durchaus mal 100, 200.000 und mehr Kilometer auf dem Tacho haben und trotzdem noch für ordentliche Preise angeboten werden.
So ein Ding scheint für die Ewigkeit gemacht. Eine Änderung wird jetzt kommen, weil hier mit diesem Motorrad ist eigentlich der Integralhelm überflüssig. Ich fahre hier die Großteil der Zeit eigentlich mit offenem Visier. Das Visier mache ich eigentlich zu, wenn ich zu euch rede. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne einen Jethelm wieder fahren möchte, so wie ich das früher schon gemacht habe. Ich finde das im Sommer einfach viel, viel angenehmer. Ja, jetzt kommt ihr, ein Integralhelm ist ja viel sicherer. Habt ihr recht. Ich habe aber keine Lust, mich auf die Nase zu legen. Und ich bin jahrelang mit einem Jethelm zurechtgekommen und ich finde das, wie gesagt, einfach super angenehm, damit zu fahren und im Sommer halt die Luft um die Nase zu spüren. Jetzt bei den Temperaturen, wir haben es jetzt gerade irgendwas, was haben wir, 10 Grad, ja. Da sieht das ein bisschen anders aus, da ist der Integralhelm schon in Ordnung. Und da wird es sicherlich auch einige Fahrten geben, bei denen ich erstmal wieder so ein bisschen Tonproben machen muss. So, warte mal hier. Ja, hier muss ich nach links. Bei denen ich Tonproben machen muss, damit ich wieder einen ordentlich brauchbaren Ton für euch hinbekomme, mit dem ich auch selbst zufrieden bin. Das hat damals mit dem SA300, zu der Zeit hatte ich den Jethelm, den Nolan, was war das, 42, 41, 80, ich weiß es nicht, ist auch egal. Da hatte ich viele Probleme mit Windgeräuschen, da hatte ich aber auch noch das Sena, die Kamera, die CNC Evo hieß die, glaube ich, ja. Und jetzt hier mit der Sony, mit der ich jetzt filme, mit der X3000, da habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Lavalier-Mikrofon anzuschließen. Und das macht die Sache schon deutlich einfacher. Da werde ich die Sache mit so einem Schwanenhals realisieren. Das habe ich jetzt, im Moment habe ich das genauso gemacht. Ich habe von dem Sena Kommunikationsset das Schwanenhalsmikrofon hier bei dem Klapphelm. Und da habe ich einfach mit Kabelbindern das Lavalier-Mikrofon dran befestigt. Das reicht.
Und ich denke, der Ton jetzt ist für euch auch durchaus akzeptabel. Also ich jedenfalls, ich bin damit zufrieden. Ja, das wird demnächst kommen. Die Helme sind bestellt. Es ist ein bisschen problematisch mittlerweile, weil jetzt eigentlich hatte ich auch von Schubert den M1 Pro, hatte ich mir so angedacht. Und Schubert stellt diesen M1 Pro einfach mal nicht mehr her. Dementsprechend musste ich mich jetzt anders orientieren und naja, ihr werdet sehen. Hier geht es wieder, ihr kennt es auch von der Hayabusa, zum Schloss Melschede, weil da brauche ich auch ein von diesem Motorrad ein Foto. Bilder abgearbeitet. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich vielleicht noch zum Möhnesee komme. Kaffee trinke und danach nach Hause fahre. Irgendwo muss ich ja noch ein Rapsfeld finden. An dem ich Fotos machen kann. Fotos ohne Rapsblüte, beziehungsweise ein Frühjahr ohne Rapsblüte, das geht doch nicht.
So, da hat das mit dem Rapsfeld geklappt. Schön. Windig hier. Es wird Zeit, dass es mal wärmer wird. Mensch. Heute ist der einzige Tag, wo es mal ein bisschen sonnig ist. Wo die Straßen mal trocken sind. Den habe ich dann sofort genutzt. Rundum ist einfach nur noch Sauwetter. Aber lass es mal Mai werden. Dann wird das auch was. Aufruhr von dem Motor, die ist absolut beeindruckend. Wenn man bedenkt, dass der Vorgänger hiervon noch laufruhiger gewesen sein soll. Es war ja noch ein Zweiventiler, hier ist ein Vierventiler verbaut. Beeindruckend. So, ich schalte euch mal ab. Zum Möhne hin kommt ihr wieder dazu. So, auf dem Navi seht ihr den Wegesee schon. Da werde ich bei Wolfsruhe wieder mal kurz ranfahren. Mir einen Kaffee holen. Bisschen aufwärmen. 11 Grad haben wir es jetzt und dann langsam mich auf den Weg nach Hause machen. Wobei ich sehe gerade, das ist nicht der Möhnesee, das ist hier so ein Unterbecken vom Möhnesee. Die Staumauer kommt erst ein paar Meter weiter.
Und hier sind wir bei Wolfsrevier. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao.